wegnehmen. Das ist ja irgendwie blöd, dass man seine Bohnen auch verliert, nicht nur halt Leben. Hallo? Weg. So. So muss das sein. Man hat auch mal seine sehr viele von seinen Bohnen, die man hier braucht. Ups, da war auch wieder was. Weg. Klingt schon witzig. Hallo, geh doch darauf. So, hier müssen wir wieder aufpassen. Ups, war das nicht geplant? Hallo? Okay, kann ich jetzt. Nee, kann ich nicht drüber hüpfen. Kartoffelbauchpilze, kannst du mit Flipendo verarbeiten oder du hebst sie auf und schleuderst sie durch die Luft, aber pass auf, die Sporen können schwierig für uns sein. So, hier muss ich an die Wand. Ich will aber auch sehen, wann die hier aufhört zu peitschen. Ja, hat schon anscheinend funktioniert. Glück ist mit den Dummen. Also schon echt brutal, wie viel Boden man dann verliert direkt. Wie habe ich jetzt noch? 10, nee. Finde ich nicht gut. Oh, was mache ich auf die Pendo weg da? Kommt hier bestimmt noch mal irgendwo was raus, oder? Anscheinend nicht. Uiui. Machen wir wieder. Machen wir mal ein bisschen Licht an. So. Wo muss ich jetzt hier hin? Hier weiter. Ne, hier ist ja nichts mehr. Muss ich da irgendwie auf den Ast hier drauf oder wie? Ich komme auf jeden Fall nicht drauf. Ich. Hallo? Ja, mal eben wieder 5 Bohnen weg, ne? Was soll ich denn machen? Nee, wollte ich Flipendo machen. Hey, da kommen ja Bohnen raus. Kürbispasteten. Ja, heb doch mal auf hier. Hier kommt schon nichts mehr raus. Aber hier ist ja noch so, auch noch so ein Pilz. Gibt mir alles her. Da auch? Nein. Aber da unten die Pilze dann eventuell auch. Ist schon mal gut zu wissen. Ist nur die Frage, wo muss ich jetzt hin? Was muss ich jetzt machen? Achso, nee, so jetzt komm ich einfach nur auf die andere Seite von der Weide, ne? Weil die bin ich ja noch gar nicht gewesen, ne? Nicht. Ja, sieht echt so aus. Nein, hinter dir. Da. Ja. So simpel. Weg mit dir. So. Da haben wir noch Durchgang, aber erstmal holen wir noch eben hier die ganzen Bohnen raus. Okay, da ist nicht weiter. So, einmal kurz hier alles entschärfen. Wow, 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 wow. Ich wusste gar nicht, dass die Dinger wiederkommen. Das war mir jetzt so gar nicht klar. Aber gut, sind wir nochmal gut von weggekommen jetzt. Bin ich jetzt? Es gibt viele Gegenstände hier. Die Dinge entschärfen.
halten und freigeben, die für dein weiteres Abenteuer wichtig sein könnten. Wenn sie von Flipendo getroffen werden, das kann alles sein. Zum Beispiel über Bohnen bis Kesselkuchen und die Gesundheitsanzeige aufpäppeln. Okay. Wow. Was sind das für Viecher? Ey, was ist das denn? Den habe ich doch platt gemacht. Da kommen immer wieder neue raus. Wie unfair. Weg mit euch, weg mit euch. Ah, einfach hier alles weg. Ah, hinter mir ist wieder so einer. Ich hab Angst. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Habe ich jetzt alles besiegt, was hier kam? Scheint so. So, ich weiß nur nicht. Nee, da oben. Bäm. Ah, okay. So geht's auch. Kleine Mistviecher, ey. Und dann sag ich, wenn ihr jedes Mal 5 Bohnen, wenn ich irgendwie so ein Ding berührt, die Schaden nehme. Find ich nicht witzig. Da hinten können wir wieder speichern. Nein, hier, da. Kesselkuchen ist gut. Bohnen. Ups, was ist das? Oh, jetzt nicht mehr zurück. Oh, hier kommt auf einmal eine Truhe. Vor mir. Aber die war gerade, meine ich, noch nicht da. Kesselkuchen. Ich will hier, da. So, aber die ganzen Bohnen. Zack, zack. War das Puff oder Popel? Stand da jetzt. Ja, einmal speichern. Joe! Wo ist die Truhe jetzt wieder zu? Hm. Okay. Wenn man sich aus dem Spiel ausloggt und wieder einloggt, sind die Truhen wieder da. Die Bohnen auch? Oh ja. Geil. Da kann man natürlich auch sich einfach mal eben komplett wieder voll machen, ne? Also mit Leben. Bohnen. Und alles, was das Herz begehrt. Fehlt aber noch eine Bohne. So, komme ich darauf? Oh ja. Ah, da brauchen wir einen Eulenkeks. Haben wir den noch? Hedwig! Hedwig! So. Hallo, Hedwig! Schüler sollten wissen, dass das Gebiet um die Peitschende Weide und den angrenzenden verbotenen Weide nicht betreten werden darf. Das liegt nicht zuletzt daran, dass jede Menge wilde Guitosches im Wald herumstreifen. Sollte sich ein Schüler doch einmal mit solch einem riesigen Hundegeist konfrontiert sehen, sollte er versuchen, ihn mit Lumos abzuwehren. Nee, nicht die Viecher. Das war der Grund, warum wir den ersten Teil dahinter abgebrochen haben gegen Quirrell. Achso, sind beide mit kaputt gegangen. Hey, was machst du denn da? Du. Hab doch nicht gesagt, dass du da runterfallen sollst. Du wolltest ja nur die Bohnen hier haben. Gib's doch zu. So. Aber auf jeden Fall haben wir ja jetzt nicht mehr so einen blöden Lichtkegel, von wegen, das geht nur dahin, ne? Ist ja schon mal viel wert. So, an die Wand. Und rüber. Damit wir da auf der anderen Seite weiter können. Ja, im richtigen Alttempo hier. Marsch, marsch, los, lass los. Hallo. Ah, nicht runterfallen. Nicht runterfallen.
Einmal kurz. Dann ist Ruhe. So, hier hätten wir gar nicht hingemusst, oder? Aber ist ja nicht verkehrt, mal eben so eine Karte hier abzugreifen. Besiegte die Seeschlange von Komoya? Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Hallo? Kamera! Nee, hier geht's tatsächlich nicht weiter. So, hier ist nicht nur, nur die Kette. Der. Mach platt. Nein, will er nicht. Dann hüpfen wir halt. Toll. Echt klasse. Das war jetzt zu hoch. Hallo. Ich hab nicht gesagt, du sollst dich da festhalten. Alter, ey. Ja, sind die Bohnen weg. Oh, bist du ein Overflow. Kommen wir jetzt hier hoch? Ja. Nur die Frage. Hä? Also ich dachte, wenn diese Hüpf, Knull, ach, wie heißen die Dinger denn, komischen Pupsäcke da. Wir nennen sie jetzt komische Pupsäcke. Ihr wisst, was ich meine. Darüber. Da gibt's wieder Bohnen. So. 1, 2, 3, 4. Haben wir gleich die 50 voll. 5 brauchen wir noch. Hey, spring doch! Nicht einfach irgendwie hier irgendwo hin. Geht's da rüber? Ja, ist ja die Truhe da, ne? Ja. Da ist auf jeden Fall nix. Ah, hier ist auch noch eine Truhe. Und noch eine Karte! Ja, super! Wen haben wir jetzt? Noch zwei Stück und wir haben einen Balken größer. 1770 bis 1884. Beliebter Zaubereiminister im Jahre 1811 ernannt. Super. Nee, die hätten wir. Hier ist hier gar nicht mehr. Also das ist einfach nur so. Wir haben hier mal noch ein bisschen was mehr hingemacht, um Karten zu bekommen. Wo geht's denn im Spiel hier weiter? So, da war die Truhe. Oh, ist doch nicht wahr. Ja, dann geh erstmal wieder da irgendwo so eine Kante langsam rauf, damit die ganzen Bohnen verschwinden. Du bist der Held im Erdbeerfeld, ey. Moment, bin ich von hier gekommen? Oder? Ey, jetzt blicke ich gerade gar nichts mehr. Ich komme auf jeden Fall auch nicht mehr da durch. Also ich glaube, ich bin von hier doch gekommen, ne? Kamera drehen. Da kommen wir nicht durch, also wäre hier völlig umsonst runtergefallen. Darauf. Ich check überhaupt gar nicht, wo hier der normale Weg ist. Truhe haben wir. Da war nur die Pupsäcke, da ist Hedwig. Wenn ich jetzt hier wieder irgendwo runter jumpe, krieg ich da bestimmt wieder Schaden, ne? Ui, doch nicht. Boah, ey. Dieses automatische Springen, das geht mir auch ziemlich gegen den Strich, ne? Speichere ich mal nochmal. Jetzt, weil wir gerade hier die zwei Karten eingesammelt haben. Weil hier geht's ja nicht weiter. Da unten geht's auch nicht weiter. Und, ja. Meine Güte, ey. Wie lange braucht denn so eine Animation von so einem... Hallo? Ich hab doch losgelassen. Kletternden Harry. Springt er nicht hoch. Aber wofür war denn jetzt der Pupsack da? Nein, ich wollte hier. Da. Bohnen. Verliere ich nicht meine Bohnen hier. So, aus damit euch Bohnen. Ah, Kürbispastete gibt es auch. Also wir sind zumindest wieder voll. Hier ist aber auch eine Sackgasse. Ey. Kamera, dreh dich doch auch mal mit. So, da, von da kommt man ja.
Das hier ist so ein Pupsack, der aber eigentlich total unnütz da ist. Und dann geht's hier halt drauf und da ist die Sackgasse. Und da ist Hedwig, also muss ich doch hier irgendwo irgendwie weitergehen. Sollte man meinen. Ach, guck mal! Hier kriegt man runter. Da gehen wir doch einfach. Ne? Alter, ey. Nimm doch die Braune da. Komisch, dass auch mal, nur noch 100. Mal was rauskommt. Ich würde mir vermuten, dass wir hier irgendwo den Köter haben. Gib mir die Bohnen! Bohnen, Bohnen, Bohnen! So. Ja, verdammt. Doch so ein Lichtkegel-Ding ist. Okay, gehen wir lieber weg. So. So, ihr Köter, haut ab, weicht. Weicht weg. Habe ich die jetzt erledigt? Ich glaube schon. Das ist richtig dunkel hier. Da eine Bohne, wir sind voll. Jetzt könnten wir Fred und George gebrauchen. Und nochmal ein bisschen mehr Licht. Ja, lassen wir mal, falls wir irgendwo wieder Schaden nehmen. Unsere Bohnen verlieren. Ah ne, hier ist ein Durchgang. Kann sagen, hier ist ja nichts mehr. Wobei, hätte ich nicht aufgepasst, hätte ich vielleicht noch ein bisschen gucken können. Da gibt es bestimmt noch irgendwo eine Karte oder so. Wow. Wo? Wo? Ah! Nein! Ah, okay, das sind keine. Alter, ey. Die ganzen Bohnen. Wo sind die Dinger? Sehe sie nicht. Also ich habe auf jeden Fall schon mal welche erwischt. Ich höre sie. Aua! Wo kommt der denn jetzt her? Bohnen, 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 Bohnen. Da sind wieder welche. Ich geh mal eben hier rauf. Hey, ruf da! Du sollst da raufklettern! Aber du willst halt natürlich lieber von den Dingern getroffen werden, ne? So, ich glaube, ich hoffe, ich bin jetzt hier ein bisschen einigermaßen in Sicherheit. Da wieder einer. Hä? Was war das denn? Da hat mich einer von da oben erwischt. Habt ihr das gesehen? Was ist der denn? Oh, okay, was passierte? Ah, die können ja durch die Gänge hin und her gehen, kann das sein? Okay, oh, da kam wieder. Oh Mann, ey! Ich habe schon 20 Bohnen jetzt verloren. Was soll denn das, dass man so viele Bohnen immer direkt verliert? Und man kriegt dann immer nur so ein paar eingesammelt. Hier geht doch mal der Rauch. Ja, das sind diese Pupsäcke. Ey, wollt ihr mich verscheißern? Warum habe ich nicht Schaden genommen? Ja! Wieder so ein Ding. Okay, da geht's weiter, aber. So machen wir uns hier. Wir müssen rächen. So, hüpf rüber. Sehr schön. Dann an die Truhe hier. Da ist bestimmt eine Karte. Los, los, mach auf! Sieht mir ganz an der Karte aus. So, tun wir, wie das ist. Ja, es ist eine Karte. So, eine noch und wir bekommen ein bisschen mehr Energie. 1881 bis 1973. Hexe, die erforschte, wie sich die Mondphasen auf die Herstellung von Tränken auswirkt. Das hat die, haben die so spät erst erforscht und geguckt. Da war wieder einer. Hier oben bin ich einigermaßen vielleicht sicher, wenn die nicht wieder so eine Kackwerfdingens-Attacke machen. Aber wir können ja Mega-Power-Trank ja nehmen. Das Gemeine sind natürlich hier auch die Pupsäcke überall, ne? Kann ich da rüber jumpen? Ja, kann ich. Das ist noch eine Kiste, sehe ich gerade. So. Also die Kisten haben die schon relativ gut schön versteckt hier auch, so, ne? So, haben wir einmal ein bisschen Gäselkuchen. Dann wieder ein Pupsack. Da war direkt wieder ein Pupsack. Irgendwie Angst, jetzt hier runter zu jumpen. Erstens ist es, glaube ich, zu hoch. Zweitens sind bestimmt überall diese kleinen Mistdinger. Jo, ganz
gemütlich. Ja, du bist eine... Boah, du bist eine Oberpflaume. Springt dir da voll gegen den Pupsack.